33, eigentlich studierter Germanist und arbeite die letzten 10 Jahre in der Werbung. Da habe unter anderem zweimal, beruflich, nicht als Parteimitglied, den SPÖ-Wahlkampf gemacht, also einmal für den ersten Heinz-Fischer-Wahlkampf und dann den SPÖ-Wahlkampf 2006. Damals als auch für uns, für alle überraschend, Alfred Busenbauer Bundeskanzler geworden ist. Und das ist mein beruflicher Hintergrund. Politisch war ich ein paar Jahre Mitglied der Grünen, bis zu den grünen Vorwahlen 2009, 2010 in Wien. Der eine oder andere kann sich erinnern, was da alles schiefgegangen ist bei den Grünen. Das war dann so mein Bruch mit den Grünen, mehr oder weniger. Und dann im Zuge der Wien-Wahl 2010 hat mich der Heribert Radian, der damals der Bezirksvorsteher in der Josefstadt war, für die Grünen, er war immer parteifrei, aber auf einem grünen Mandat, Bezirksvorsteher der Grünen. Und da kam es zu sehr unguten internen Konflikten. Er hat mich gefragt, ob ich ihm da, was dann dazu geführt hat, dass er auch mit einer eigenen Bürgerliste kandidiert hat, mich gefragt, ob ich ihn da unterstütze, ob ich da mitmache. Das habe ich dann gemacht, habe den Wahlkampf mehr oder weniger für ihn organisiert und bin eben jetzt seit 2010 parteifreier Bezirksrat in der Josefstadt. Der eine oder andere von den Wiener Piraten, damals war der Markus Stoff noch Vorsitzender, kann sich erinnern, weil die waren nämlich damals unsere Wahlbeobachter in den Wahlsprengeln in der Stadt. So, aber jetzt zu dem, warum ich eigentlich hier bin. Ich kann mich bei vielen, wie schon gesagt, anschließen, was mein Vorredner gesagt hat. Ich würde nur das, was er gesagt hat, gerne ein bisschen konkreter machen. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was könnte ich hier erzählen? Und das ist gar nicht so einfach. Und das soll jetzt mein Thema sein. Ich stelle mir vor, was würde ich machen, wenn ich Wahlkampfleiter der Piraten für die nächste Nationalratswahl bin. Und als erstes, und ich glaube, das ist auch was, was ich in den letzten 2 Jahren als Bezirksrat gelernt habe, als erstes würde ich mir bewusst machen und immer wieder bewusst machen, dass sich der allergrößte Teil der Bevölkerung für Politik so gut wie gar nicht interessiert. Ja? Das ist eine frustrierende Erkenntnis, ja? Weil alle, die wir hier jetzt am Samstagnachmittag da sitzen, ja, interessieren uns für Politik. Ganz viele Leute da draußen interessieren sich kaum oder sehr, sehr wenig für Politik. Das ist leider so. Das ist eine Erkenntnis, die ich leider sehr oft wahrgenommen habe in den letzten 3 Jahren als Bezirksrat. Und das Zweite, was man sich leider auch bewusst machen muss, ist, dass für sehr viele Leute der politische Horizont, ja, bis zum eigenen Gartentür oder bis zur eigenen Straße, bis zum eigenen Bezirk reicht und nicht weiter. Also ich hab als Bezirksrat, ja, auf der untersten politischen Ebene erlebt, Leute, die sagen, mir ist doch wurscht, was in Mariahilf passiert, Hauptsache bei mir fährt keiner durch die Gassen, wenn die in Mariahilf dann einen Stau haben, ist mir egal. Ja? Und ich habe auch erlebt, ich will in meiner Gasse eine Fußgängerzone haben, was in der nächsten Gasse passiert, ist mir wurscht. Ja? Also, und das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich, vor dem die Piraten auch stehen, dass es sehr viele sperrige, unhandliche Themen hat, ja? die schwer zu vermitteln sind und die auch vielen Leuten draußen schwer zu vermitteln sind. Aber jetzt ganz konkret, was würde ich machen, wenn ich Wahlkampfleiter der Piraten wäre? Ich würde als erstes, auch das haben wir schon gehört, oder das wurde schon gesagt, ich würde als erstes Themen reduzieren. Ja? Ich weiß, es wird den Piraten immer vorgeworfen, wir haben keine Themen, es gibt oder zu wenig Themen. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen, die Piraten haben genug Themen. Ich würde für den Wahlkampf und für die Leute draußen Themen reduzieren auf, ich nenne es jetzt 2, 3 populistische Themen. Populistisch jetzt nicht negativ verstehen, ja, sondern Themen, die greifbar sind, ja, die, jetzt muss man sich überlegen, was das ist piratisch, aber Themen, die greifbar sind, die den Leuten vermittelbar sind. Ich nenne ein Beispiel aus dem Wahlkampf 2010 der Grünen. Ich finde ein gutes Thema, das die Grünen damals im Wiener Wahlkampf 2010 aufgegriffen haben, war die damals 100 Euro Jahreskarte, ob es jetzt die 365 Euro Jahreskarte zu der es dann geworden ist, aber die 100 Euro Jahreskarte war, glaube ich, ein griffiges, konkretes Thema, auch sehr populistisch, weil die U-Bahn wird billiger,
das war ein Thema, das man gut spielen konnte. Ich glaube, dass man im Wahlkampf so ein griffiges, gutes Thema braucht, auf das man sich setzen kann. Das ist dann auch ein Thema, über das die Parteien, über das die Medien berichten könnten. Ja, was das jetzt bei den Piraten ist, ich weiß es nicht. Ja, das müsste man arbeiten. Das zweite, oder der nächste Punkt, den ich auch, wurde auch schon angesprochen, ich würde auch ein Kernteam definieren. Ja? Ich weiß, dass das ja auch wieder mit ein bisschen einem basisdemokratischen Prozess geht, aber ich würde wirklich ein Kernteam und drei, unter Anführungszeichen, medientaugliche Sprecher definieren, die dann, damit ein Gesicht bekannt wird, ja, damit ein Gesicht in den Medien immer wieder auftritt, ja, und weil viele Leute wählen auch ein Gesicht dann im Endeffekt und jemanden, der aus irgendeinem Grund sympathisch ist, seriös ist, das ist genau das, was wir in der Josefstadt auch, wovon wir profitiert haben. Wir hatten ein bisschen andere Voraussetzungen, aber wir sind praktisch bei null gestartet, haben 12% bekommen. Ja. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor dabei war, dass wir ein bekanntes Gesicht haben, dass eine gewisse Vertrauensbasis hatte, dem die Leute vertraut haben und das dann auch gewählt wurde. Es gibt keine Historie. Wichtig ist dabei, dass das Gesicht aber auch authentisch bleibt und ganz klar, also ich sage jetzt mal so wie ein Alexander Van der Bellen, jemand, der authentisch ist, der auch zum Beispiel, und authentisch wird man zum Beispiel, indem man eingesteht, dass man etwas nicht weiß. Ja? Also kein Politiker, man ist ja so als Politiker oft so, bezeichne mich jetzt als Politiker, man ist ja oft da irgendwie versucht zu sagen, auf alles eine Antwort zu haben. Ich glaube, das ist sehr authentisch, wenn man sagt, ich habe mal auf eine Frage auch keine Ahnung. Ja? Und wenn die Frage ist, wo ist unser Geld geblieben in den letzten Monaten, Jahren, ich weiß es nicht. Ja? Oder ich kann es mir vorstellen, aber ich habe nicht die endgültige Lösung. Den zweiten Punkt habe ich mir notiert, es gibt auch Dinge, die ich nicht machen würde. Ja? Und was würde ich nicht machen, wenn ich Wahlkampfleiter der Piratenpartei wäre? Und ich nenne es jetzt mal Themen, mit denen man nicht gewinnen kann, ja? Nicht spielen. Ja? Ich bin Facebook-Freund der Piratenpartei und da wird zum Beispiel jeder zweite Eintrag, den ich bei Facebook von den Piraten lese, ist über die Cannabis-Legalisierung. Ich traue mich zu sagen, damit gewinnen wir keine Wahl. Ja? Ich glaube, dass das mehr Leute abschreckt, als es gewinnt. Und die Leute, die Cannabis-Legalisierung, ich weiß, dass das ein wichtiges Thema ist, ja, oder für die Piraten ein wichtiges Thema ist. Ich glaube aber, dass es die Leute, die es anspricht, die sind sowieso politisch schon hier irgendwie zu Hause. Aber alle anderen, oder sehr viele andere, glaube ich, kann das abschrecken. Es ist auch so ein Thema, das, glaube ich, für viele Leute politisch nicht so relevant ist. Dann gibt es auch noch andere Themen. Ein Thema, bei dem ich mich mal ganz konkret mal wirklich verbrannt habe, es gab mal in der Josefstadt ein piratisches Thema, eine Diskussion über öffentliches WLAN, über WLAN in Amtsgebäuden und so weiter, öffentliches WLAN. Ich habe das unterstützt. Und ich habe dann sehr viel Brüche einstecken müssen von Leuten, die dann Angst hatten vor irgendwelchen Handystrahlung, Gehirntumoren und so weiter. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt und ich habe da versucht, den Leuten das zu erklären, dass man da kein Gehirntumor kriegt und so. Das ist eine Diskussion. Also, wenn ich heute wieder vor dieser Frage stehen würde, ich würde das Thema einfach nicht mehr ansprechen, weil ich habe dafür nur Brüche eingesteckt und mit Leuten, da kann man dann auch einfach nicht mehr diskutieren, ja, was soll ich jemandem... Also das würde ich mir einfach nicht mehr antun. Und ich glaube zum Beispiel Cannabis-Legalisierung wäre so ein Thema, wo man so in dieselbe Richtung geht. Ein Punkt, was ich auch erfahren habe, da ich aus diesem grünen Hintergrund komme, aber gut, das ist relativ banal, interne Streitigkeiten, Statutendiskussionen, warum jetzt wer intern mit wem nicht mehr kann, das sollte man aus der Öffentlichkeit heraushalten, interessiert auch draußen niemand. Ein Punkt, den ich noch notiert habe und der mir aber wichtig ist, da schließe ich an zu dem medientauglichen Sprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, um gewählt zu werden, seriös aufzutreten. Da nenne ich jetzt ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis. Ich habe mal für die erste Bank gearbeitet
Und die hat eine Marketing-Untersuchung gemacht für ein Jugendkonto. Und da wurde untersucht, ob sozusagen jugendliche Zielgruppe 14 bis 18 gerne hätte, dass ihre Bankberater in Kapuzenpullis auftreten, so als Kumpel und so Hip-Hop-Musik. Und da ist mit ganz großer Mehrheit rausgekommen, nein, auch ein 14-Jähriger, der vielleicht nur 500 Euro am Konto hat oder noch weniger, auch der möchte, wenn es um Geld geht, das ist ein wichtiges Thema, jemanden gegenüber haben, ein Gegenüber haben, das seriös auftritt. Und ich glaube, dasselbe ist in der Politik auch. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist, in die man, da schließt jetzt ein bisschen an das Thema Aktionismus an. Ich glaube, dass das eine Falle ist, in die man tappen kann. Also am Ende des Tages ist Politik irgendwie dann doch eine ernste Sache. Ja? Und deswegen ist eine gewisse Seriöse, diese Ernsthaftigkeit, glaube ich, ist auch wichtig zu vermitteln und auch, ist auch wichtig zu vermitteln den Leuten. Hier geht es um viel, ja? Hier geht es um die Zukunft unserer Kinder, sage ich jetzt mal, hier geht es um die Zukunft des Landes, der Welt und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema und da muss man auch aufpassen bei Aktionismus, dass man es nicht übertreibt und dass man sozusagen nicht das politische Ziel, etwas, was den Grünen sehr oft passiert, auch in letzter Zeit, dass man das politische Ziel nicht aus den Augen verliert. Ja? Die Grünen, gerade in Wien, verlieren sich in Clubbings, in irgendwelchen, die grüne Radwerkstatt, Radrettung und so weiter. Das ist zwar alles ganz wichtig, aber wo ist dann auch das politische, wo ist dann auch die politische Ernsthaftigkeit? Dankeschön. Zwei Dinge, die schon gesagt werden, sind, also ich glaube auch, dass Martin Ehrenhauser schon gesagt, ich glaube auch, dass es wichtig ist, mediale Inszenierungen zu finden, Geschichten für die Medien zu erzählen. Und ich glaube auch, das habe ich auch gelernt auf Bezirksebene, das sind zwar andere Medien, aber wir haben auch wenig Geld, wir haben keine Landespartei, keine Bundespartei im Hintergrund. Auch wir haben relativ wenig, wir haben ein bisschen Geld, weil man kriegt ja dann schon ein bisschen Geld. Aber wir haben auch relativ wenig Geld und es hat sich auf Bezirksebene gezeigt, dass es wichtig ist, langfristig Medienkontakte zu pflegen. Das ist, wir kommen vor in der Kronenzeitung, wir kommen selten, aber doch in Österreich vor, wir kommen aber vor allem auch in der Bezirkszeitung vor. Es ist eine Zeitung, die dann doch ein paar Leute lesen und also es hat sich einfach bewährt, langfristig Medienkontakte aufzubauen und die zu nutzen und man hat dann irgendwann ein gewisses Vertrauensverhältnis zu Journalisten. Das funktioniert ganz gut. Was weniger gut funktioniert und was auch ganz wichtig ist und was ganz viel Arbeit und viel Zeit braucht, sind persönliche Kontakte. Ja. Das ist auf Bezirksebene vielleicht einfacher als auf Landesebene, auf Bundesebene. Aber es braucht viel Zeit, aber es bringt auch viel. Ja. Wenn ich mit jemandem rede und der kommt drauf, naja, das ist eigentlich gar nicht so ein Trottel und den könnte ich vielleicht das nächste Mal wieder wählen oder das ist eigentlich nicht ganz. Dann erzählt er das vielleicht seinen Bekannten, seinen Nachbarn und man hat da so einen gewissen Multiplikatoreffekt. Also persönliche Kontakte sind auch wirklich wichtig. Was glaube ich weniger gut funktioniert, sind Blogs. Ja. Das ist zwar wichtig, glaube ich, vielleicht hier intern. Ich glaube nur, dass das Leute, die so nicht wahnsinnig politisch interessiert sind und die sich vielleicht jetzt nicht für ACTA, weil das gefallen ist, für ACTA interessiert, die lesen das auch nicht. Ich glaube zum Beispiel, Blogs sind zwar intern wichtig, ich glaube nur neue Wählerschichten erreicht man über einen Blog weniger. Ich glaube, ist meine Erfahrung. Dasselbe gilt für so Podiumsdiskussionen. Ja. Also ich halte einmal im Monat eine Sprechstunde ab. Das funktioniert sehr mager, sage ich mal. Der Zulauf ist enden wollend und wenn wer kommt, dann sind das Querulanten, die irgendwo ein Missgefühl stört und so weiter. Also das habe ich eher schlechte Erfahrungen. Und zu guter Letzt schließe ich auch bei was an, was wir schon gehört haben. Ich habe mir überlegt, ich habe die letzten zwei, drei Tage überlegt und es ist schwierig. Ja. Ich habe mir überlegt, ein klassischer Marketingbegriff. Was ist der USP? Ja, jetzt nicht böse sein, ich weiß, es ist Politik und wir verkaufen kein Waschmittel, aber was ist der USP der Piratenpartei? Was ist, im Marketing heißt das die Unique Selling Proposition, also das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei. Was ist
Was ist der eine Punkt, die eine politische Forderung, die ich nur kriege, wenn ich die Piratenpartei wähle und ich nicht bei der ÖVP, nicht bei der SPÖ, nicht bei den Grünen, nicht sonst wo kriege? Zum Beispiel, ja, also, und ich glaube, dieses, aber das muss man kommunizieren. Jetzt ist die Frage beim Grunde kommen, ist es griffig? Ja, ist eigentlich ein ganz griffiges Thema, könnte man spielen, ja. Aufgrund Einkommen bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, ich habe ein bisschen nachrecherchiert, ich bin gekommen, ja gut, auf Liquid Feedback. Ich glaube, dass die Piratenpartei ist die einzige Partei, die Liquid Feedback hat. Ist aber auch ein bisschen ein sperriges Thema, befürchte ich. Dann ein Thema, das mir wichtig, über das ich vor einiger Zeit gestolpert bin, bei der Wahlkabine, die es da im Internet gibt. Und ein Thema, das dann auch medial so untergegangen ist, war das die Diskussion um Beschneidungen. Das war vor ein paar Monaten in Deutschland. Über die Beschneidung von, die religiöse Beschneidung von Kärnten. Und da habe ich dann gemerkt, also laut Wahlkabine ist die Piratenpartei die einzige Partei, die da dagegen auftritt. Ja. Das ist jetzt ein kleines Thema, aber das ist zum Beispiel was, wo sich die Grünen nicht drüber trauen. Ja. Was ich eigentlich arg finde, weil warum wird die körperliche Integrität eines kleinen Kindes ist weniger wert als die Religionsfreiheit der Eltern, die dann plötzlich einem Kind ein Leben lang ein Körperteil abschneiden. Also, ihr bitte? Das ist ein Eingriff in die Kultur, weniger ein Eingriff in das, was ich jetzt vorstelle. Ja, ich sage nicht, dass es das ist, ja, darüber müsst ihr vielleicht morgen noch einig werden. Ein echtes Minen, ja. Ja, genau. Die Gewinne steigen. Das ist, da kann man. Junge, bist du bleibst nur da drauf. Ja, eben. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Und deswegen steigen auch die Grünen nicht rein, ja. Es ist ein echtes Minenfeld. Aber es, vielleicht braucht man so ein Minenfeld, ja. Und ich meine, es ist auch insofern ein Minenfeld, weil man mit der Diskussion sofort im FPÖ-Eck ist, ja. Muss man sich überlegen. Das Zweite, was mir noch eingefallen ist als USP der Piraten, und damit bin ich dann auch am Ende, war gerade gestern in den Medien der fahrscheinlose öffentliche Nahverkehr. Wäre zum Beispiel auch ein Thema, das, glaube ich, sehr griffig ist, dass man spielen kann, dass viele Leute betrifft, das sehr konkret ist, aber was jetzt wirklich der USP ist und was der Piraten, das weiß ich nicht, das müsst ihr vielleicht auch herausfinden, ist es Liquid Feedback, ist es das Grundeinkommen, ich weiß es nicht, aber vielleicht findet ihr morgen was und auf das würde ich dann setzen, weil ich glaube, dass es die Partei griffiger und wählbarer macht, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, bei dem sozusagen die Wähler, die Leute draußen wissen, okay, das bekomme ich, wenn ich die Piraten. Gut, damit bin ich ja eh schon am Ende. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der nächsten Nationalratswahl. Ich sage noch einen Satz, ich befürchte auch, dass es hart wird, die 4% Hürde zu knacken, aber ich bin auch der Meinung von Martin Ehrenhauser, auch wenn es jetzt nicht klappt, und das unterscheidet die Piraten von den Neos und von einem Team Stronach und von wen es da alle gibt, auch vom Hans-Peter Martin. Ich glaube, dass die Piraten eine Bewegung sind, die es, auch wenn es jetzt bei dieser Nationalratswahl nicht klappt, weitergehen wird. Und ich glaube, dass es eine Bewegung ist, die von unten sozusagen über Bezirksgemeindeebenen, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren in den Nationalrat sein wird. Und ja, dafür wünsche ich euch alles Gute. Gibt es dazu Fragen? Der Link ist schon getwittert. Hat jemand eine Frage? Schon einen anderen an. Wie bitte? Ich habe mein Twitter-Account. Ja. Und ehrlich, würden alle, die was tief regelmäßig diese Werte schon längst. Ja, also ich kenne persönlich Leute, die wirklich ordentliche Kiffer sind und die ÖVP wählen, ja. Also. Das sehe ich aber auch irgendwie logisch. Ja. Aussage. Aber das zeigt ja dann auch wieder, dass es ein Thema offensichtlich ist, das nicht so relevant ist für Leute. Ja. Die sagen, ja, weil sie in Österreich kann. Ja. Entschuldigung, aber das sehe ich komplett anders. Das ist deswegen nicht relevant, weil es nicht relevant gemacht wird. Ich glaube, wenn wir diesen Freiheitsaspekt, der mit dem Kiffen und der Legalisierung
des Kiffens verbunden ist. Darum geht es nämlich. Es geht nicht darum, dass ich jemandem Drogen erlauben will. Es geht darum, dass ich die Freiheit, mir meine Droge zu wählen, haben möchte. Und genau darum geht es. Und wenn es uns gelingt, diesen Aspekt der Freiheit den Leuten klarzumachen, auch denen, die jetzt ÖVP wählen, dann schaue ich mir an, ob uns die nicht alle wählen. Ja, nur da befürchte ich, dass Freiheit so ein bisschen zu abstrakt ist. Das ist auch das, ich vorhin ist gerade gefallen, ACTA war so ein, ACTA könnte das der Heimburg der Pirater sein. Ich bezweifle das, weil ACTA, die meisten Leute sind bei Facebook und geben da alle ihre persönlichen Daten ganz freiwillig frei. Also ich ziehe in Zweifel, ACTA ist wichtig, aber ich ziehe in Zweifel, ob das das Heimburg der nächsten Jahre ist, der Piraten sein. Wir sehen da ein weiteres wunderbares Thema für eine Session für morgen, aber der Chuck noch kurz dazu. Ich will nur ganz kurz sagen, das Kanonsthema ist auf meinen Mist gewachsen, das ist meine Schuld. Ich würde dir aber tendenziell zustimmen, das ist ein Thema, was ich nicht unbedingt spielen würde. Ich würde es auf jeden Fall so beibehalten, wie wir es haben. Ich würde nicht zurückgehen. Ja. Nur noch eins ganz kurz dazu. Er traut sich in das Minenfeld der Beschneidung und hat Angst vor dem Minenfeld des Suchtgifts. Das kann es nicht sein. Entweder oder. Okay, das müssen wir entscheiden. Ja, das müssen wir entscheiden. Paul, wolltest du? Wollen wir beide zu Hauptthemen? Dazu braucht es Antworten. Ja? Die Top-Themen, darauf braucht ihr Antworten. Und darauf braucht ihr alternative Antworten, die einfach die etablierten Parteien nicht geben können. Ja? Weil sie zu sehr verbandelt sind mit irgendwelchen finanzstarken Partikularinteressen. Weil es ihnen nicht mehr möglich ist, dass sie diesen Wandel und diesen Reformprozess einleiten können. Genau diese Alternative, ihr müsst es sein, das ist euer Kern. Ihr seid die einzige Alternative. Ja? Da könnt ihr euch anschauen, das ist Corona. Er bringt keine alternativen Lösungsvorschläge. Neos, ja? Wir können gerne darüber sprechen. Ja. Also Neos habe ich mir angeschaut, eine große Enttäuschung eigentlich. Ja? Das ist eine neoliberale Partei, wie sie im Buche steht. Also das glaubst du auch, Neo Zusammenschluss mit Liberalen, ja. Zu sehen, liberalen, ja. Ja. Also it's more of the same. Ja. Das Problem Stronach wird sich mit der Zeit selbst lösen. Das wird sich lösen. Aber man sieht an Stronach wieder mal, wie wenig sich die Leute wirklich damit auseinandersetzen, was sie da wählen, weil ich meine, der macht so und kriegt 10%. Ja. Also das, der Geld sagt 6. Ja, so traurig ist es. Aber es ist völlig logisch. Man weiß, was wählen die Leute? Wann wählen sie Alternativen? Im Prinzip nur dann, wenn du ihnen etwas Besseres zu bieten hast. Oder wenn sie wirklich schon so frustriert sind, dass sie wirklich nur mehr sagen, okay, blinde Kuh, wo kreuzt dich an? Wobei ich glaube, das möchte ich noch sagen, wobei ich glaube, gerade beim Stronach, glaube ich, und das könnte auch wieder was sein, was vielleicht auch der USP oder so ein bisschen ein Punkt für die Piraten ist, denn Stronach, glaube ich, macht aus, die Leute, das stimmt, da gebe ich dir recht, die Leute sind sehr frustriert mit dem politischen System, und den Stronach macht aus, dass er eigentlich das Gegenteil, die Antithese zu jedem Politiker ist. Ja? Er tritt auf in seiner Art, er ist einfach ein Nicht-Politiker. Ja? Vielleicht könnte das auch ein Faktor für die Piraten sein, dass das eben Leute sind. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit einem von euch gelesen, der gesagt hat, bei uns ist niemand durch so einen Parteiapparat nach oben gekommen und durch die Jugendorganisation nach oben gekommen. Ja? Das ist das, was ich jetzt auch auf Bezirksebene erlebe. Ja? Jeder, der bei der SPÖ heute Bezirksrat ist, ist seit 10 Jahren von den roten Falken schon hoch und war beim APÖ schon irgendwas. Und vielleicht, das könnte, und das ist auch das, was die Leute so anwidert, was mich anwidert auch, ja? Dass du, und wenn du bei den Grünen was werden willst, dann musst du aber schon bei der Gras gewesen sein und musst du, auch bei den Grünen ist nicht besser, ja? Die sich hocharbeiten und in diesen Strukturen vernetzt sein. Vielleicht ist das ein Punkt, ja? Sozusagen das, was der Schronner hier auch darstellt, vielleicht ist das ein Punkt für die Piraten. Die Politiker, die eigentlich keine sind oder die halt nicht diesen Politiker einer neuen Generation, sage ich jetzt mal, lassen. Okay, danke vielmals.